herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Truck Simulator 2 mit dem Alex. Ja, letzte Folge habe ich ganz schön viel und ganz schön teilweise durcheinander geredet, und zwar über das Thema geschnittene, ungeschnittene Videos, wie es früher war, am Beispiel von Clash Mitte von heute, dass er dafür gehatet wird, dass er Uncut-Videos fünf Videos am Tag hochlädt und so weiter und so fort. Von daher, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut nochmal beim letzten Video vorbei. Heute machen wir so am Freitag, das heißt, wir machen wieder eine ganz normale, gechillte Runde, Minecraft, ganz gechillte Runde, wieder, wir fahren hier rum. Und, ja, wir müssen pennen, glaube ich auch, weil wir Pause machen müssen. Alles klar, machen wir es direkt auch. Wir haben eben gerade unseren Auftrag, ja, am Ende der letzten Folge noch abgegeben, wo ich nicht mehr großartig thematisiert habe, weil ich da eben nochmal was zu dem Thema abschließend gesagt hatte. Und, naja, jetzt pennen wir, wie gesagt, und dann können wir auch direkt schon den nächsten Auftrag annehmen. Beziehungsweise, wir haben jetzt 217.000 Euro bekommen, das heißt, wir können uns erstmal einen neuen LKW kaufen, was viel, viel geiler ist. Das machen wir jetzt ziemlich genau mal jetzt. Weil jetzt können wir uns von unserem eigenen Geld sogar direkt, ohne irgendeinen Kredit von der Bank, das wir brauchen, können wir uns einen neuen LKW kaufen. Und wir haben ja auch wieder Platz, denn wir hatten ja unsere Garage erweitert. Irgendwann letzte Woche hatten wir unsere Garage in Liverpool ja um zwei weitere Plätze erweitert und können so quasi ganz einfach auch den Platz dafür gewährleisten. Heute mal wieder eine etwas gechilltere Folge, nachdem ich eben letztes Mal über Themen geredet habe und so weiter und so fort, also über das eine Thema geredet habe, sind wir heute mal wieder ganz entspannt am Start und kaufen erstmal einen schönen fetten LKW wieder, weil das macht doch Spaß. Ja! So, blau, und da haben wir 198.000. Ja, bestätigen, 198.000. Und kaufen. Und Liverpool. Wir könnten mal schauen, ich glaube, wir werden irgendwo hier in Schweden mal unser nächstes Dings dann aufmachen. Sobald wir hier in Liverpool ausgebaut haben, wenn wir in Schweden, glaube ich mal, dann in der Hauptstadt, gehe ich mal stark von aus. Wo ist denn die Nummer? Genau, in Stockholm hier. Oder in Norwegen, in Oslo. Ich weiß nicht genau. Ich denke mal in Schweden, in Stockholm. Werden wir unsere nächste Garage kaufen. Aber dafür, wie gesagt, brauchen wir jetzt noch, wir haben ja hier noch einen weiteren Slot frei, den wir erstmal befüllen, damit noch einem LKW. Von daher. Ja, es geht ja immer schnell. Ich glaube, jede Woche haben wir 200.000 Euro zusammen, also nach jeden drei Folgen. Was halt echt mega geil ist. So, jetzt stellen wir mal ganz kurz da einen neuen Fahrer ein, weil natürlich muss auch irgendwer dafür sorgen, dass da die Kohle reinkommt. Und der hat eine 5,8er Bewertung, ist natürlich extrem nice, den direkt einstellen. Und ja, kostet ein bisschen Kohle wieder, aber in Ordnung. Haben wir irgendwie eine Nachricht bekommen? Das sah mir gerade ein bisschen so aus, aber sieht. Nee, okay. Alles gut. Wir haben jetzt sogar noch 17.000 übrig. Was schon ganz nett ist. Dann können wir uns nämlich jetzt auch direkt um einen neuen Auftrag bemühen. Von hier aus, von Bratislava nach Malmö. Ja, von mir aus ist in Ordnung. Wir nehmen eh immer die, wir fahren immer querbeet durch ganz Europa, um einfach immer die besten Aufträge zu nehmen. Und nicht unbedingt die im kürzesten Sinn oder was auch immer. Und wir fahren wieder zu der Firma, wo wir eben gerade, beziehungsweise war am Ende der letzten Folge, die Fracht abgegeben haben. Wird die Ampel mal immer noch grün? Wäre ganz geil eigentlich. Okay, jetzt wird sie grün. Hoffentlich kommt jetzt trotzdem nicht nur einer von rechts oder links nachgezogen. Wäre ziemlich uncool. Okay. Erstmal richtig dick ausschwenken hier. Ui, okay. Nein. Bisschen langsamer werden, dass wir auch genau den Punkt treffen, um uns unser Auftragsangebot quasi abzuholen. Nach Malmö, Mann. Für 57.000 Euro, die wir bekommen. Bei der letzten Folge hatten wir auch ein bisschen Schaden an der Fracht und haben da wieder irgendwie 20.000 abgezogen bekommen. Passiert halt leider manchmal. Ja, letztes Mal hatten wir zum Beispiel eine Fracht, wo wir gar keinen Schaden hatten. Jetzt hatten wir mal wieder ein bisschen was, weil wir zwischendurch uns ein paar Unfälle verursacht haben, weil ich ja letzte Folge über ein sehr heikles Thema geredet habe, wo ich sehr viel Zeit rein investiert habe. Und da kann es natürlich immer mal wieder ein paar Schäden geben. Und ich sehe gerade nicht so gut, wo ich hinfahre, deswegen bin ich gerade komplett behindert gefahren. So, komm schon. Ja, jetzt hier reinlenken, perfekt. Aufliegerstützfüße werden eingefahren. Das finde ich eigentlich auch ganz nice, dass es das jetzt gibt.
quasi diesen Hinweis dazu, oder dieser Hinweis eher, es ist keine Animation, aber Hinweis, weil das ist noch so ein Tick realistischer und warum nicht? Kostet ja auch nicht viel Zeit oder so. Sie müssen nur kurz hier auf der Straße relativ gut uns positionieren. Okay, sehr schön. Weil wenn wir aus der Ausfahrt rauskommen, hab ich natürlich immer ein bisschen Angst, dass wir dann direkt in irgendein Auto crashen, weil halt, ja, eben das passieren kann. Und das richtig geil ist halt, wir haben inzwischen so viel Kohle, diese 500.000 Strafe oder sowas, deswegen zu schnell fahren. Juckt mich gar nicht. Ich fahre hier einfach quer über die Straße, ohne zu gucken nach irgendeiner Ampel. Egal, ist ja nichts passiert. Kann man mal machen. Ja, ist schon ein bisschen risky, aber na gut. Mein Handy gerade vibriert. Ich glaube, so sieht's aus. Das könnte eventuell der Pierre sein, der mich anschreibt. Denn wir haben schon 21 Uhr. Boah, wir haben schon 21 Uhr 52 oder 30, wo ich gerade aufnehme. Und wir wollten gegen 22 Uhr weiterhin aufnehmen, nämlich Minecraft. Und ja. Wir haben natürlich gerade noch Sonntag, wo ich das hier aufnehme. Aber gut, da muss halt nur noch irgendwie 20, 30 Minuten warten. Wir haben irgendwas mit ca. 22 Uhr auch ungefähr so vereinbart. Und ja. Dann ist das halt so. Wir fahren natürlich absolut 50, ihr kennt mich. Ich halte mich immer total gerne an Geschwindigkeitsbeschränkungen. Also ich fahre wie eine gesenkte Sau und das nur noch, wenn es so dunkel ist. Ja gut. Ich gebe echt immer übertrieben viel Gas. Einfach weil mich diese... Klar, ich kann natürlich auch Unfälle herbeiführen, was ein bisschen ärgerlich ist, weil die sind schon extrem kostenintensiv, aber vor allem diese ganzen Geldstrafen für zu schnelles Fahren jucken mich ja überhaupt nicht. So 500 Euro sind ja hier jetzt überhaupt gar nichts mehr in Game bei dem, was wir da jede Fahrt und so weiter reinkriegen. Ist das halt echt nichts mehr. Und die Bremsen sind echt extrem gut eingestellt. Ich habe die, glaube ich, auf volle Pulle oder fast volle Pulle gestellt, wenn ich quasi S drücke oder halt Pfeil nach unten, je nachdem. Ich wechsle auch mal immer wieder, je nachdem, wie ich, ihr seht mich auch öfter mal so artikulieren oder so, deswegen wechsle ich auch teilweise mal die Hand und mach mal mit den Pfeiltasten, mal mit WASD, wo ich am Fahren bin, das ist inzwischen relativ egal. Früher bin ich immer mit Pfeiltasten gefahren, inzwischen fahre ich mehr mit WASD, aber das ist ja auch eigentlich, ich schab gerade am Rand, das ist nicht gut. Noch keinen Schaden bekommen an der Fracht, aber das muss trotzdem nicht sein. Übrigens ist mein Mund gerade komplett wässrig, ich muss mehr trinken, während ich so viel rede, weil ich gerade in der letzten Folge ja extrem viel geredet habe und wie ihr wisst, ich nehme die drei Folgen für Sonntag, Dienstag und Freitag immer direkt am Stück auf und ja. Wenn ich dann gerade an der Folge, die am Sonntag und die dann am Dienstag kommt, noch so viel rede, dann ja. Ist es immer over und ich muss echt aufpassen mit meiner Stimme immer, weil irgendwie, keine Ahnung. Ich rede so betont und so viel in Truck Simulator, dass mir teilweise dann die Stimme wehtut. Zum Beispiel vor zwei Wochen haben wir richtig hart die Stimmbänder danach wehgetan. Gut, letzte Woche war es nicht so schlimm. Aber es ist ja auch was anderes. Okay. Ich habe gar nicht weiter sowas anzusprechen, weil, ja, wir sind in der Freitagsfolge. In der Freitagsfolge gibt es nie so großartig was anzusprechen. Außer, dass ich gerade schon wieder sitze wie der letzte Lappen. Aber das bin ich auch irgendwo. Und wie gesagt, so was den Urlaub oder so angeht, habe ich jetzt gar nicht so viel mehr anzusprechen. Weil es auch, denke ich mal, euch jetzt alles bekannt ist, wie es im Sommer ablaufen wird. Also die Leute, die es hier aktiv schauen. Und wenn nicht, könnt ihr in den letzten Folgen New Track Simulator reinschauen. Also am besten immer die am Sonntag kamen. Dann kriegt ihr da die Information, dass ich eben halt inzwischen jetzt, wenn ihr seht, einer Woche, weil wir haben jetzt gerade Freitag in einer Woche, in Urlaub sein werde und dass da halt ziemlich im Moment gerade die Vorproduktion für sehr, sehr hart läuft. Und ja, so ist das Ganze. Ja, genau. Sorry, ich bin jetzt gerade fürs kleine Aufstoßen, aber wenn ich irgendwie nebenbei trinke, dann passiert das manchmal. Das ist zwar nicht geil, aber ja gut. 15.000 Euro Kreditkartenraten ist gar nicht so viel, weil ja wir haben irgendwie 500.000 Kredite im Wert von, glaube ich, 400.000 Euro oder so aufgenommen. Und das sind, ist das echt, ja, wohl pro Tag 15.000, naja. Kommt halt drauf an. Ich finde es gar nicht mal so heftig. Das ist halt ein bisschen unrealistischer gemacht hier in-game, weil die Kreditraten quasi täglich abgezogen werden. Naja. Aber es muss ja nicht alles 100% realistisch sein, sondern es muss ja irgendwo an ein Computerspiel passen und daran angepasst sein. Da kommen auch schon wieder 7.200 Euro rein und ja,
Damit sind wir wieder bei 15.000, haben wir nice. Und unsere Fahrerin ist ein Level aufgestiegen, das ist auch super. Alter, what the fuck, wie viele Autos uns hier entgegenkommen oder LKWs. Einfach nur krass, bei uns war so wenig los und bei denen so viel. Das ist echt immer ein bisschen krass, dass dann teilweise, ich kann hier so komplett über zwei Spuren hinwegfahren. Also im Ernst ist eine Ampel. Juckt den Alex nicht, er fährt einfach drüber. Ich bin ein Asi. Oh shit. Ja gut, das sind die Nebeneffekte, wenn man gefährt wie ein geistig Behinderter, dass man mit 13% Schaden am LKW hat. Alles klar. Ich wollte es ein bisschen aufregender. Man hätte auch bremsen können. Ich wollte es ein bisschen spannender gestalten. Jetzt habe ich die Quittung. Motorfehlfunktion dürften wir noch nicht haben dadurch, hoffentlich. Wer Peace Meet schaut und sieht, dass sie ja American Truck Simulator gespielt haben, der versteht Motorfehlfunktion. Das ist immer extrem lustig, was die aus American Truck Simulator rausholen. Okay, wir haben echt viel Schaden. Das ist echt nicht mehr nice. Vor allem, wir werden jetzt richtig dick Abzüge bei der Fracht bekommen, weil 13% an der Fracht gibt schon bei einem Preis von 58.000 locker 20.000 Abzug, schätze ich. Bestimmt. Das ist halt echt heftig. Aber gut, hat sich die Fahrt mal wieder nicht so gelohnt, weil wir gerade einmal auf Rowdy machen mussten. Aber kann man machen, muss man aber nicht. Wir haben noch echt viel Zeit, bevor unsere Ruhezeit quasi einschlägt. Und Motorfehlfunktion sieht im Moment auch nicht so stark danach aus. Die kommt ja, wenn man irgendwie so 20% Schaden hat. Bei 15% geht es anscheinend noch. Kann ja sein, dass auch gleich das ein paar Mal passiert, wenn ich jetzt auf 90 km/h standardmäßig fahre. Ich könnte mal kurz gucken, wo wir gerade sind und wo wir noch hin müssen. Ja, wir fahren noch ein bisschen bis hier oben hin. Das sind noch locker ein paar tausend Kilometer. Bis wir dann hier die Fähre nehmen und dann quasi in Malmö direkt unsere Fracht vorab geben können nach der Fähre. Und mich regt es dann oft, dass mein Trinken leer ist. Weil ich gerne was trinken würde, aber... Na gut, das geht dann eben gerade nicht, weil einschenken wäre jetzt zu zeitaufwendig. Und da könnte ich nicht mehr weiterfahren, weil dann würde ich auf jeden Fall gegen eine Wand klatschen. Was nicht unbedingt sein muss. Ich habe keine Lust, nochmal gegen eine Wand zu klatschen, weil dann habe ich wirklich Motorfehlfunktion. Und 15% Schaden am Fahrzeug werden jetzt schon quasi, eben uns 20.000 bei der Fracht würde uns das kosten und auch locker 20.000 zum Reparieren. Ja gut, da hat man wieder ein bisschen Geld verschwendet. Aber unsere Fahrer fahren es ja für uns rein, was wir quasi an Unfug machen, holen die ja für uns wieder rein. Das ist ja immer gut und wichtig. Ansonsten ist, denke ich mal, der Plan klar. Ich habe es letzte Folge schon mal oder vorletzte Folge schon mal erwähnt. Ich habe jetzt noch in Liverpool, kann ich noch einen weiteren LKW reinstellen, also noch einen neuen LKW kaufen, noch einen neuen Fahrer einstellen. Wir haben ja insgesamt jetzt mit Anfang der Folge, wo ich ja quasi einen neuen LKW gekauft habe, haben wir jetzt 14 LKWs und ein Fahrer bin halt eben ich und damit 13 andere angestellte Fahrer, die halt echt viel Kohle reinbringen. Und ein Fahrer und ein LKW demnach gehen noch in Liverpool, danach ist die Garage auch voll und dann werden wir eben in Schweden uns eine weitere Garage kaufen und dann eben genau dasselbe machen und es wird halt immer schneller alles gehen, immer schneller, weil immer schneller die Kohle zusammenkommt. Natürlich, wenn wir selbst Crash spawnen, kommt die Kohle nicht ganz so schnell zusammen, aber unsere Fahrer bringen uns trotzdem genug Kohle, dass da etliches zusammenkommt. Die bringen uns ja jede Nacht irgendwie 50.000, 60.000. Was halt echt mega wichtig, mega cool und mega nice ist. Ich bin immer echt gespannt, ob wir es schaffen, in grob 9 Stunden in-game quasi in Rostock zu sein. Das ist, glaube ich, wo die Fähre rüberfährt. Das wäre echt interessant zu wissen, weil kein Bock nochmal so kurz vorher Rast zu machen. Weil die Fähre zählt ja dann auch als Ruhezeit. Wie lange haben wir über Zeit, bis die Fracht ankommen muss? 27 Stunden, der Rahmen. Auch selbst bei Just-in-Time-Lieferungen ist der Rahmen immer so großzügig noch, wenn man fährt wie so ein Geisteskranker wie ich. Aber es ist auch halt dann immer 80 km/h an der eigentlichen Maximalgeschwindigkeit 80 km/h orientiert. Und ich fahre ja eh mal 90, also wenn es halt eben gerade geht und wir nicht gerade einen Berg hochfahren wie eben gerade. Und wenn wir ein bisschen weniger Tonnen drauf haben, können wir auch noch schneller fahren als 90. Aber ja, wir haben eigentlich immer relativ viele Tonnen an Gewicht drauf. Von daher geht es nicht immer.
Aber unser Display vorne zeigt uns echt wieder alles in Rot an, weil wir halt eben die paar Prozent Schaden da gesammelt haben. Naja, wenn wir vielleicht in Rostock dann in der Werkstatt vorbeikommen, wenn wir eh durch die Stadt fahren müssen, um eben zum Hafen dazu kommen, dann können wir mal schauen, ob wir in der Nähe von der Werkstatt vorbeifahren oder mit einem kleinen Umweg an der Werkstatt vorbeikommen und dann das mal eben reparieren lassen können. Oder wir warten halt eben, bis wir in Malmö die Fracht abgegeben haben, um uns dann wieder quasi den LKW reparieren zu lassen. Oder wir haben jetzt eine Motorfehlfunktion. Super. Aber es war nur, wie gesagt, weil wir wieder 90 km/h durchgehend gefahren sind und dann kommt die irgendwann trotzdem rein. Aber solange die jetzt nicht zu oft kommt, ist das auch in Ordnung. Dann nehmen wir jetzt noch einfach so mit bis Rostock. So, gib mal noch ein bisschen Gas hier. Ja, meine Stimme kann sich so langsam erholen. Was ja echt in der letzten Folge krass war. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, thematisch gar nichts mehr anzusprechen eigentlich. Ich überlege auch gerade schon ein bisschen, aber es macht halt auch keinen Sinn mehr. Wir haben noch 5 Minuten ungefähr und da macht es einfach auch keinen Sinn, irgendwas thematisch anzusprechen oder ein bisschen weniger als 5 Minuten sogar. Da macht es einfach keinen Sinn mehr, was anzusprechen, großartig. Von daher, lass dich so einfach mal heute und wir fahren hier in Ruhe dahin. Aua, und meine Nase fängt wieder an zu jucken, was total geil ist. Geil, geil, geil. Moment, ich fahre mal hier kurz rüber. Come on, bitteschön. Nicht den Rahmen. Oh, war ein bisschen close, vielleicht. Okay. Aber mal schauen, wir haben hier auf jeden Fall noch 16 Stunden, das dürfte in-game. Oh. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert noch bis zu Rostock jetzt, weil dann die Fähre braucht ja auch irgendwie 8 Stunden wahrscheinlich oder 5 Stunden oder sowas in der Art. Und ja, naja gut, obwohl es dürfte echt noch 10 Stunden dauern bis nach Rostock, weil wir haben ja echt ja noch eine relativ weite Strecke bis hier oben. Obwohl wir sind gleich schon, wir sind in Prag gleich, danach kommt Dresden, Berlin, Rostock schon. Und wir fahren an Rostock nur vorbei. Das heißt, auch da funktioniert es nicht mit einer, einer Werkstatt zum Reparieren des Autos funktioniert es auch nicht. Obwohl, wir könnten hier in Dresden könnten wir abfahren und die Werkstatt aufsuchen. Genau, das machen wir jetzt. Wir fahren in, okay, hier fahren, doch, nee, wir fahren schon hier vorbei. Wir fahren hier direkt an der Werkstatt vorbei in Prag. Dann machen wir es da, okay, perfekt. Dann können wir da unseren LKW reparieren. Dann kriegen wir auf gar keinen Fall auch mehr eine Fehlfunktion. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Dann haben wir uns das Thema auch gespart. Weil es halt schon nervig ist, wenn so alle paar Minuten mal der Motor ausfällt. Ich muss gleich links rüber, okay. Hinter uns ist aber echt nicht viel los. Sehr gut, wir fahren noch um 4.50 Uhr nachts. Könnte halt auch was damit zu tun haben. Ganz schlau angemerkt. So. Okay. Da kommt schon Zieh-LKW. Sind wir gleich da? Okay, das Auto ist uns vorbeigefahren, auch gerade kurz vorher. Das war wichtig, weil noch ein Crash muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich guck mal ein bisschen auf die Zeit. Ja, wir können auf jeden Fall noch in Prag ankommen und das machen mit dem LKW. Bei Prag dürfte vorne schon sein, genau. Und dann reparieren wir den noch schnell und dann war es das auch mit der heutigen Folge quasi, wenn wir beim LKW-Händler unser LKW repariert haben und dann können wir da nächste Folge von dort aus losfahren. Oder weiterfahren im Endeffekt. Wir müssen uns mal ein bisschen rechts halten, weil rechts dann eben der LKW-Typ kommen wird. So, wir sehen es auch gerade schon auf dem Radar, auf dem Navi. Wir müssen mal ein bisschen bremsen. Ja, jetzt müssen wir ziemlich hart bremsen, weil es hier rot ist. Oh, ich hasse die Ampeln in New Truck. Ich würde am liebsten einfach drüber fahren, was halt aber nicht geht, wenn irgendwas vor mir steht an Autos oder eben wie vorhin wieder in einem riesen Crash endet, wenn ich einfach Vollgas gebe, obwohl ich sehe, dass da ein Auto kommt. Ich hätte einfach da komplett auf die Bremse gehen sollen, hätte ich mir endliches Geld gespart. Aber was ich spannend finde, ist, man kann ja das Spiel auch verarschen und kann einfach in dem Moment, wo man Crash hat, das Spiel abstürzen, das mit Alt F4 zum Beispiel oder einfach eben im Taskmanager beenden. Und dann ist der Punkt nicht gespeichert. Und dann kann man quasi wieder. Neu anfangen im Endeffekt. Also kann man.
quasi Unfall rückgängig machen, aber das mache ich natürlich nicht in der Aufnahme, warum auch. Ist halt so, wir können uns diese Crash sogar leisten. Inzwischen, das juckt uns ja echt nicht so sehr, wenn wir da ein paar Crashs haben. Haben wir ein paar Crashs, kostet uns halt irgendwie jetzt 20k, 18k, okay. Und damit würde ich mal sagen, was ist auch von der heutigen Folge. Wie gesagt, in Hotline. Bis zum nächsten Mal wieder am Sonntag. Bis dann. Ciao.